Hallo zusammen und willkommen zurück zu den Sims Teil 4 mit Jarek, unserem romulanischen Polizisten und Meerjungfrau Nalani. Genau. Was macht ihr denn jetzt eigentlich hier für Quatsch? Slimo, okay. Wie schaut's denn eigentlich aus? Ihr müsst jetzt bald mal ins Bett. Leistung ist bei ihm ausgezeichnet. Tagesaufgabe hat er keine. Okay, alles klar. Und bei Nalani Instrument spielen. Sie muss in 15 Stunden in die Arbeit. Okay, interessant. Okay, dann würde ich aber sagen, geht mal bitte pennen. Und morgen könnt ihr dann mal frühstücken in Ruhe. Michael, Quatsch. Jarek, laber nicht. Geht's Bett, du Pfeife. Oh Mann, ey. Na, okay. Gut, dann können wir nochmal schauen, was in den Nachbarschaftsgeschichten war. Akiyama hat einen Hund adoptiert. Haushalt Rot ist ausgezogen. Sonst nichts passiert, okay. Hatten wir wohl in der letzten Folge, alles klar. Genau, wie schaut's denn eigentlich aus mit unseren Propellern? Ich glaube, die hatten wir alle verbessert mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, war noch irgendwo Post? Post holen. Könntest du mal machen, Jarek. So, und Nalani, du dürftest dir gleich schon mal was zum Essen holen. Rest nehmen, genau. So. Schauen wir mal. Gibt's wieder Post aus... Oh, viermal Fanpost, Alter. So, Nalani, du darfst dich mal gerne setzen. Jarek, du darfst dir... auch was zum Essen holen. Nalani? Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier schon wieder einen faulen Fisch, natürlich. Was ist das hier? Ein verdorbenes Törtchen. Oh Mann! Kann man wieder nichts machen damit. Und zwei von diesen Würfeln. Okay. Geht das jetzt? Nee, das geht nicht. Okay. Warum kann man... Achso, aufräumen kann das. Okay, alles klar. Gut. Ihr esst halt immer gerne im Stehen, oder? Sims? Es ist irgendwie ein bisschen strange. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Warum ihr eigentlich immer im Stehen esst. Ach ja, da machst du es mit. Oh je. Was redet sie da? Dramatische Geschichte, okay. Oh je, Nalani. Oh je. Da machst du es mit den zwei in echt. Geht gerade nicht. Aha, okay, er schmeißt es weg. Moment, habe ich da irgendwas gehört? Aha, schon wieder so ein komischer Paparazzi ist hier. Okay, alles klar. Na gut, sonst passt alles, oder? Gut. Genau, spül mal ab. Ich würde sagen, Insider-Story. Emotional unterstützen können wir mal machen. Geschichten über persönliche Herausforderungen erzählen. War dieser. Geheimnis von San Sequoia verraten können wir auch machen. Zuneigung und geht noch was? Genau, würde ich sagen, mal ein Küsschen. So. Oh je, der Fluffy. Es gibt ein paar wirklich schöne Spazierwege in Gilbert Park. Halte Ausschau nach den Schildern. Dann kannst du dort walken gehen. Nimm dich nur vor Weißklaue, dem Alligator, in Acht? Echt jetzt? Warte mal. Moment mal. Das ist hier nicht, oder? Warte mal. Ein Park? Haben wir hier einen Park? Da wohnen die Robles. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Robles Ruano? Achso, das sind die älteren Robles mit einem Haufen Pferden. Eisenstarterhaus, hier Bibliothek. Mietobjekt. Kalyptusweg. Und hier sind halt noch Häuser. Ja, da gibt es doch gar keinen Park. Was redet ihr da? Moment mal. Okay, wir haben noch Zeit. Moment. Dann kannst du dort walken gehen, nämlich nur Gilbert Park. Okay. Keine Ahnung, wo der sein soll. Naja, okay.
So, wie schaut's denn aus? Okay, bei ihm super. Bei ihr passt auch alles. Sehr schön. Okay, gut. Naja, okay. Soll er machen, solange er uns nicht auf die Nerven geht. Nalani steht hier rum. Achso, ihr geht es dann zum Knutschen in die Küche. Ach, wisst ihr was? Kommt, Leute. Komm, geht mal techteln-mächteln, macht mal. Ihr habt noch Zeit. Ihr seid ja eh die ganze Zeit buschig. Schau im Teetreff vorbei. Nee, kein Bock. Okay. Du hast auch nichts Besseres zu tun, oder? Als da vor unserem Haus im Handy rumzutippen. Naja, okay. Na gut. Hoho, okay, cool. Dann machen die zweimal. Okay, wie schaut's denn jetzt aus? Ach so. Ach, heute ist der letzte Arbeitstag für Jari die Woche. Ach so, dann muss ich mir dann für die nächsten Folgen was einfallen lassen. Ah ja, eine Sache weiß ich schon. Und dann am Sonntag auch noch. Und auch ausgezeichnet. Genau, wie schaut es denn bei Nalani aus? Ach genau, sie ist ja aufgestiegen. Okay. Weißt du was? Du könntest dann mal ein bisschen üben. Zur Inspiration klimpern. Keyboard Autoplay. Elfenbein kitzeln. Okay, meinetwegen. So, ihr seid fertig. Sehr schön. Okay, schauen wir mal, was ihr da macht. Darfst du aber mal was anziehen? Du kannst halt deine Unterwäsche rumsetzen. Okay, und was machst du jetzt? Heldenhafte Präsenz. Okay. Jag muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay, alles klar. Sonst war ja hier nichts mehr, gell? Nee. Rechnungsinfo, wie schaut's da aus? Okay, ja, haben halt, das würde 5.000 kosten. Wahnsinn. Zuschauen. Naja, gut, klingt ja gar nicht mal so verkehrt. Okay, der Paparazzi ist endlich weg. Ob es diesen Alligator wirklich gibt? Aber wo müsste man dann dahin? Ich warte mal, hier ist ein Park. Ach, warte mal. Moment mal. Das ist doch ein Park hier. Warte mal. Okay, hier sind Enten. Kann man? Okay, hier kann man nichts machen, aber hier könnte man hin. Okay. Was ist denn mit der da? Wer bist du? Du. Warte mal, bleib mal stehen. Wer ist denn das? Janae Price. Also ich sehe jetzt hier nur Enten, keinen Alligator, aber wer weiß. Vielleicht ist es einfach auch so eine urbane Legende. Man weiß es nicht. Man schaut immer noch zu. Okay. Aber jetzt geht's gleich auf die Arbeit. So, wir machen natürlich mit. Okay. Schön. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir schon einen Fall angefangen? Naja, werden wir sehen. So, Polizeibeamten, Fahndung einleiten. Stopp mal. Haben wir da irgendwas? Nee, Quatsch. Notizbuch. Aha, da haben wir. Erwachsen, Jacke, männlich, aktiv, Jeans, braune Haare. Okay, dann also eine Fahndung einleiten. Aber wo? Hier. Zu Tatort reisen? Hier, Fahndung einleiten. Okay. So. Na, dann bin ich gespannt. Okay, ein Mann. Was war das nochmal? Nalani, können wir Klavierfähigkeit aufbauen. Hä, wo kommst du? Ach so, Minerva wieder. Ja, natürlich.
Okay. Da freut sich wieder jemand. Okay, na dann, schauen wir mal. Erwachsener, braune Haare und den Rest habe ich schon wieder vergessen. So, dann mal los. Okay. Hoffe ich, ist das mal heute ein bisschen spannender. Okay. Leo Kreitz. Okay, braune Haare hat er, Jeans trägt er zwar keine, aber das kann sein, weil er Sommerkleidung trägt. Transformieren, Ruhm, okay. Machen wir nach Verdachtspersonen befragen. Ja, aber... Oh, ach, wir sind hier. Beim Leuchtturm. Ah, cool. In Bündelten. Sehr schön. Aber... Hier ist halt kein Schwein. Hier haben wir noch einen Hund. Wer bist du denn? Archimedes, okay. Ja, aber hier ist sonst keiner. Warte mal. Gibt es hier oben noch jemanden? Warte mal. Achso. Hier ist auch keiner. Ja, dann müssen wir den wieder verhaften, weil es der einzige ist hier. Ach, okay. Ich kann dir nicht helfen, alles klar. Tanz dann nochmal. Naja, das wird für lange Zeit sein letzter Tanz sein, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was der da angestellt hat. Im letzten Fall. So, junger Mann. Verdächtigen durchsuchen. Das machen wir jetzt wieder ordentlich. Fingerabdruck und Polizeifoto machen. Was ist denn hier los? Na, die sind eigentlich recht ruhig hier, die Dauerinhaftierten. Fingerabdrücke müssen wir eh machen. Verdachtspersonen verhören, das könnten wir dann auch gleich im Anschluss mal. Verdächtigen durchsuchen, mehr Auswahl, Verdächtigen verhören. Ich hoffe, der nimmt das jetzt alles. So. Na, der ist bestimmt schuldig. Verdachtsperson steht dabei. Okay, alles klar. So, dann kommen Sie mal bitte mit. Hier an unsere Erfassungsstation. Mal schauen, haben Sie irgendwas Besonderes dabei? Aha, Lama. Okay, Sie sind schuldig. Lebenslänglich. Da brauchen wir eigentlich gar kein Verhör mehr durchführen. Ah, Handy wird weggeschmissen. Das neue iPhone. Was machst du denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ach, Sims. Ach, was soll denn der Scheiß? Oh Mann, ey. Kommen Sie wieder her. Es ist so lächerlich. Naja. So. Einmal die Fingerabdrücke bitte. Wenn das Spiel wieder... meint, weitermachen zu wollen. So. So, hier mal die Hände drauflegen. Schauen wir mal, ob unser System heute funktioniert. Natürlich nicht. Schrott. Nochmal. Okay, jetzt hat's geklappt. Und nochmal ein Foto. Bitte davor die Wand stellen. Alles klar. Gut, das war's. So, dann kommen Sie nochmal bitte mit in einen separaten Raum. Huch, ein Geist. Das ist der Mansch, oder? Gunter Mansch, ja. Bürger. Was ist jetzt hier? Was macht denn da? Aliens, Geister. Also da ist ja auch alles dabei in diesem Let's Play. Und in diesem Polizeirevier. Oh Mann. Wer hockt denn hier? Streifen Maki Kimura, wieso hockst du da so in Zivil rum? Okay, gut. So, dann werden wir jetzt gleich mal ein paar Sachen hier machen. Also, als erstes mal schauen wir mal die Fallakte durch. Danach werden wir mal guter Bulle. Mach mal nach Straftat befragen.
Veyvel Charbazar. Und scheint mich Strausch zu sein. Oh. Ah, Briquet. Das ist die Fallakte, aha. Da stehen sie schon drin, sie sind vorbestraft. Okay. Und, was haben die dazu zu sagen? Okay, da machen wir böser Bulle. Ignorieren. So, ihre Fingerabdrücke wird am Tatort gefunden. Jetzt fange ich wieder an zu muscheln. Tut mir leid, Leute. So, ja, wie erklären sie sich das? Tatort-Fotos kann noch machen. Oh oh. Also mit dem Gesicht ist man schon schuldig. Entschuldigung. So. Ja. Machen wir heute mal böser Bulle. Mit Kitzeltortur behandelt. Nee, anstrengendes Rätsel machen wir mal. Nun. Ja, so sieht das aus momentan. So, können Sie dieses Rätsel lösen? Und scheint schuldig zu sein. Komm schon, Geständnis. Ja, okay. Verbrechen zahlt sich einfach nicht aus. So. Ja, okay. Na gut. Sie sind unser Gast für eine längere Zeit. Kommen Sie bitte mit. So, dann können wir mal mit dem Kollegen hier... kennen wir noch gar nicht? Ja, freundlich. Freundlich vorstellen. Fall abgeschlossen. Okay, der ist eingesperrt. Und Theorien zum Fall. So, haben wir da jemanden? Strafanzeige können wir nicht machen. Sag mal, wieso... Achso, oder bist du nur privat hier? Komisch, okay. Den Polizeipräsidenten reden. Okay, hallo. Gibt es Meeres? Sprunghaft, okay. Namlani muss auch gleich in der Arbeit sein. So, okay, also der Fall war eigentlich relativ eindeutig. So, dann gehen wir noch zum Polizeipräsidenten. Mehr freundlich, Smalltalk. Dann reden wir mit ihm. Aha, da... Oh, das ist ja Julia. Aber geh dann erst nochmal zum Polizeipräsident. Aha, Ausweis will sie? Ein Besucherausweis? Ach, der Polizeipräsident bemüht sich hierher. Oh, und das Nox. Der freut sich auch, uns zu sehen. Okay. Was ist denn mit Ihnen jetzt hier? Hallo, Jarek, machst du das jetzt mal bitte? Mit dem Polizeipräsidenten reden? Oh, Julia geht. Ja, weil Jarek wieder nicht hinne macht. So, hallo, Herr Polizeipräsident. Hallo, Chef. So, wie schaut's denn aus? Die Perlen im Nacken, die machen mir Druck. Und das bedeutet, dass ich dir im Nacken sitze und dir Druck mache. Ich brauche Ergebnisse. Hast du natürlich. So, Moment. Nox. Strafanzeige aufnehmen. Okay. Ein Fall zugewiesen bekommen. Das ist übers Wochenende eigentlich blöd. Ich würde sagen, wir machen noch was anderes, wenn es machbar ist irgendwie. Und der hier auch. So, okay. Na, hallo Nox, grüß dich. Was hast du denn für ein Problem? Aha. Okay. Ein paar Kinder sind in den Pool gesprungen. Was soll das heißen? Das klingt nach Spaß. Das ist unbefugtes Betreten fremden Eigentums, okay? Ich möchte Verbrechen melden. Wissen Sie, ich hatte da ein äußerst wertvolles Gemälde. Es wurde mir professionell angewendet. Jemand, das finden kann, kann das nur ein Genie wie Sie. Oh, das ist aber lieb. Das ist nett. Ein Fall zugewiesen bekommen, okay? Empfang besetzen? Echt jetzt? Okay. Verbindungen knüpfen. Was ist denn das? Verbindungen knüpfen? Keine Ahnung. Okay, nee, das machen wir jetzt nicht. Such dir mal einen Fall. Wo haben wir denn irgendwie einen PC frei? Haben wir keinen. Und hier geht's anscheinend nicht. Bestellung. Warte mal. Okay, da müssen wir doch noch eine Fallzuweisung erhalten. So, ja, ich glaube, du buggst gerade, oder? Nee, geht. Geht. So.
So, ich bräuchte mal schnell einen PC, bitte. Ich muss noch einen neuen Fall annehmen, zumindest. So, mal schauen. Okay. Und dann werden wir hier bei ihm die Strafanzeige aufnehmen. Ich würde sagen, wir arbeiten heute mal normal. Mit dem Polizeipräsidenten reden, zum Tatort reisen, das machen wir jetzt noch nicht. Cindy, ich habe mich in Yannick Schneider verknallt. Was meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ja, mach mal. Hallo zusammen. Mr. Scott, wie kann ich Ihnen helfen? Was haben Sie für Sorgen? Okay, ja. Aha, Randalierer hat die Mülltonne umgeworfen. Okay, das machen wir. Wisst ihr was? Wir könnten doch eigentlich... Geh mal auf Patrouille. Das haben wir eigentlich schon länger nicht mehr gemacht. Oder wenn, dann überhaupt einmal. Das könnt ihr mal machen. Ich glaube, Jarek hat heute Lust, ein bisschen auf Patrouille zu gehen. Und mal schauen, ob es da irgendwelche Randalierer gibt. So, okay. Aha, was ist denn hier los? Sogar der Hund ist verkleidet. Ne, ist eine Katze oder so. So. Huch. Ein roter Geist. Wer ist denn das? Warte mal, wer ist denn das? Ach, Gunter Munch ist das? Okay. Aha, da sind schon wieder irgendwelche ziemlich grantig. Faye Harris. Francine Spencer. Naoki Ito. Was ist denn in dieser Nachbarschaft? Okay, Zivilisten plaudern. Freundlich, machen wir freundlich vorstellen. Johnny Schwarz. Machen wir mal Fan umarmen. Was ist das? Naoki. Machen wir mal Tomarangisch vorstellen. Hallo zusammen. Kann man einen Geist verhaften? Vorladen. Okay, das können wir machen. Düster und gut. Außer endet in einer Stunde. Okay. Sie, Herr Geist. Oh, oh. Alles klar. Okay. So. Achso, Brand. Wo ist denn Brand? Na toll. Wo ist denn hier ein Brand? Hier kann man nichts machen. Feuer, ja, schön, aber... Was macht er? Feuer. Kannst du hier irgendwas machen, Jarek? Hier, warte mal, kannst du das Feuer löschen? Mit Froststrahl löschen. Okay, es geht. Geht nicht. Geh mal hier hin. Achso, die Feuerwehr ist schon da, okay. Alles klar. Alles klar, die Feuerwehr ist gekommen. So können wir jetzt. Was ist denn jetzt? Ist gelöscht, oder? So, Moment. Du, vorladen. Und wer hat noch geprügelt hier? Vorladen, die zwei hier. Die haben sich geprügelt. So. Auch wenn sie ein Geist sind, sie müssen trotzdem damit... Ah, das ist doch total bescheuert mit diesen Tüten. Da rennt jeder mit Tüten rum auf dem Kopf. So ein Quatsch. So, und sie auch, ja? Herr Johnny. Achso, sie waren doch gerade bei uns im Polizeirevier. Nee, das war Travis. Alles gut jetzt hier. Schicht beendet. Oh, und eine Beförderung. Ja, ich wurde befördert und ist erst Dienststellenleiter. Oh, wie geil. Wie geil. Das heißt, wir sind jetzt sowas wie ein Polizeikapitän. Dann ist nur noch Polizeipräsident über uns. Genau, das habe ich mal gegoogelt. Oh, wie cool. Ah, geil. Nur noch eine Stufe, bis wir selber unser eigener Chef werden. Okay, schauen wir mal vorbei und bla bla bla. Okay, gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Genau, länger gearbeitet hat er nicht. Okay, Sitz der Justiz. Aber ich glaube, unser Stuhl, der passt einfach besser da rein, ja. So, das brauchen wir nicht. Was ist das? Leutnant Thompson. Das brauchen wir nicht. Was ist das hier? Bücherregal, Rechteck mit Regalen. Warte mal. Kann man das irgendwie anschauen? Das schaut einfach irgendwie gar nicht mal so gut aus.
Nee, das schaut gar nicht so gut aus. Akten. Hier haben wir extraordinäre Aktenschrank. Das könnten wir noch machen. Ja, können wir machen. Und kriegen wir den anderen auch noch da rein? Ah, nee, hier nicht. Na, hier steht schon zu viel Gelumpe rum. Okay, na, wisst ihr was? Das ist eh grau. Nee, ein Aktenschrank passt. Was haben wir hier? Flurtisch. Nee, was ist das? Metallschrank, altes Eisen. Aha, der ist kleiner. Ah, der wird auch nicht passen. Ja, komm. Weg damit. Eine Couch. Und eine Bank. Warte mal, haben wir eigentlich eine Bank für draußen? Nee, haben wir gar nicht. Sollen wir die da hinstellen? Wie schauen die aus? Oh, passt eigentlich ganz gut. Okay. Ja, fürs Klavier ist einfach kein Platz. Okay, alles klar. Na gut. Okay, cool. Wir sind Dienststellenleiter. Oh, super. Haben wir eigentlich alles schon wieder erfüllt. Soweit. Also Fälle haben wir mehr als genug gelöst. So, und er geht jetzt mal an den PC. Okay, Nalani, wie geht's dir? Leistung gut. Instrument spielen war nur 50%. Soweit. Okay. Alles klar. Okay. Es wird noch mal ein bisschen geschnuppert hier. So, Moment. Unsere Fische, sind die gerade da? Die sind schon wieder weg. Die sind schon wieder unsichtbar. Okay. Weißt du, was du machen kannst? Du könntest mal das Weltall erkunden. Okay. Wir haben uns mit jemandem angefreundet. Genau, das haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. 8. Könnte Jarek noch mal ein bisschen herumfliegen. Ich glaube, das fehlt ihm auch schon so ein bisschen. Ja, komm, geh mal hin. So. Und Abflug. Warte mal, wer lungert denn hier rum? Das ist Daryl Charm, oder? Ja. Okay, cool. Reise zum Mond. Jarek hat den Mond im Visier. Soll er kreisen und beobachten oder versuchen zu landen? Ja, lande mal. Was ist er da konzentriert? Lichterfest hat begonnen. Okay. Könnten wir eigentlich dann später mit Nalani nochmal hingehen? So, wer ist das hier? Chase Lauren. Oh oh. Abbrechen, abbrechen. Die Rakete ist auf Landung auf Weichkäse programmiert. Doch am Boden befinden sich harte Felsen. Dieser Rechenfehler hätte jedem unterlaufen können, aber das Schiff ist trotzdem angeschlagen. Die Landung zu Hause könnte etwas kompliziert werden. Nach Hause zurückkehren, okay. Oh oh. Bisschen aus der Übung, der Gute. Oh, Markus ist da. Okay. Ja, ich glaube, der besucht uns gerade mal. Ja, wir wollten mal mit ihm irgendwo hingehen, aber das hatte ja damals nicht funktioniert. Der ist dann einfach nicht aufgetaucht, der Blödmann. Ah, jetzt geht er wieder. Ja, ja, wir sind halt noch so lange unterwegs. Moment, gibt's hier irgendwas? Weiter geht's wegen Beförderung von Freundschaft, wegen Merkmal treu, weil es Abenteuer gesucht hat und Forschungsgebiet. Okay. Okay, ihm geht's nur okay. Aktiv, nope. Er hat jetzt schon genügend. So, wie schaut das aus jetzt hier? Okay. Ist sicher zurückgekehrt. Moment, kaputt ist es nicht, oder? 8 Uhr. Nee, weißt du was? Komm, mach nochmal. Bis Nalani kommt, kannst du nochmal eine kleine Reise machen. Eine, die so ein bisschen erfolgreicher ist vielleicht. Nachricht für Jarek. Bist Jarek kommen. Bist Kommandant Wanda. Wenderwander, was braucht seine Hilfe? In der Umlaufbahn befindet sich ein defekter Satellit. Millionen Sims beschweren sich über mangelhafte Handydatenabdeckung. Sie wollen Fotos von ihrem Essen, ihren Kätzchen und ihren tiefgründigen Glückskeksen posten. Können es aber nicht. Der Kommandant will, dass sich Jarek das mal ansieht. Auskundschaften. Okay. Wer bist du hier? Keine Ahnung. Klebrige Angelegenheit. Okay. Jarek erreicht den Satelliten und stellt fest, dass er mit einem hellen rosa Kleber überzogen ist. Aber warum? Was ist das? Abzuwischen. Überraschend köstlich. Was? Jarek schlüpft in den Anzug, öffnet die Tür und schwebt in Richtung Satellit. Als er näher kommt, erkennt Jarek Streusel auf dem Kleber. Was?
Jarek holt seinen Weltalllappen heraus und wischt etwas davon ab. Nach kurzem Schnüffeln kostet er und stellt fest, dass es sich um Glasur handelt. Jarek nimmt eine Probe für die Laboranalyse und zum Naschen und kehrt zum Schiff zurück. Okay, warte mal, wer ist denn da? Hä? Summer? Was machst du denn hier bei uns? Komische Sache. Ja, okay. Die wird auch gehen. Ein großer Hase, was ist denn jetzt? Ganz plötzlich erblickt Jarek einen großen Schatten. Schnell schaut er um und sieht, wie ein großer Kuchenkühlschrank-Hase vorbeischwebt. Scheinbar sind seine Augen auf einen anderen Satelliten gerichtet, den er nun mit rosa Glasur beschießt. Einmal zertrümmern. Malani hat heute Geld nach Hause gebracht. Ionenkanonen sind cool, was? Ja, diese fantastischen Ionenkanonen reißen dem Kuchenkühlschrank-Hasen einen Arm ab. Sofort wächst ihm ein neuer Arm. Doch der Hase scheint seine Lektion gelernt zu haben. Es wird Zeit für die Heimkehr, nach Hause zurückkehren, okay? Ja, wie krass. Okay, wie krass. Also das haben wir definitiv noch nicht erlebt. Nalani, geh zu ihm. Hallo. Na, Maus? Ah, oh, Küsschen. Okay. Sie will jetzt Fernsehen schauen. Weißt du was? Mach mal küssen und frag sie mal nach ihrem Tag. Freundlich, Smalltalk, nach Tag fragen und über Familien, über kostbare Erinnerungen reden. Okay. Oje, Minalani, oje. Was ist da denn los? Erstmal ein bisschen knuschen hier. Okay. Summer immer noch da? Nee, die geht gerade. Okay. Weißt du was, Jarek? Du könntest dann nochmal hier die Entführungen verhindern und die Nachbarschaft mit Glück überziehen. Was denn? Warum geht das nicht? Mach mal. So, nochmal. Okay, klappt's jetzt oder klappt's nicht? Okay, klappt. So, dann. Okay. Dann hierhin joggen. Nalani auch. Genau. Alles klar. Aha, warte mal, Nalani, du darfst gleich mal in die Badewanne. So. Und Jarek, du kannst mal machen, was du willst. Okay. Und erstmal wird geschnuppert. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder da wart. Und ich hoffe, das seid ihr beim nächsten Mal auch. Macht's gut. Ciao. Und Servus.